Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs. Und so wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen und zwar mit ein paar mehr Chars. Ich habe hier meinen Main und noch ein paar Chars, mit denen ich im PvP bzw. im Plus ein bisschen unterwegs war. Hauptsächlich aus Themagründen, wer hätte es sich gedacht. Und ja, mit Main bin ich ja mittlerweile mit den Sets fertig. Ich glaube, vorletzte Woche war das der Fall, dass ich hier die PvE-Sets fertig gemacht habe. Jetzt war ich ein bisschen im PvP unterwegs. Und jetzt gucken wir mal, was wir Schönes in dem Vault drin haben. Wir stellen einmal auf Wildheit um. Und dann gucken wir mal, was da Schickes drin ist. So, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal Handgelenke mit Versa-Crit, das sind schon mal nicht so gute Stats für einen Feral. Die wären ehrlich gesagt nicht wirklich besser. Und dann haben wir einen Umhang mit eine Taille mit Versa-Tempo. Und die, ja gut, ich habe, die sind eigentlich beide scheiße, muss ich sagen. Wobei Versa-Tempo ist noch besser als quasi Versa-Crit. Also ich glaube, ich nehme die Taille, weil die bringen mir beide zumindest einen T-Mog. Ich muss bloß gucken, ich darf auf keinen Fall das Gladiator-Set vollkriegen, weil sonst kann ich dann das Token nächstes Addon nicht mehr benutzen und kriege die IDs nicht mehr. Deswegen muss ich mal aufpassen, dass ich mal einen Teil überlasse, aber mit dem habe ich erst drei Teile, also das ist gar kein Stress. Heißt, wir können jetzt, ja, nehmen wir die Taille. Die ist ein Ticken, glaube ich, besser, weil sie drei mehr Item-Level hat. Hat zwar dann Tempo anstatt Versa drauf, aber okay, ich glaube, da die paar Item-Level dürften es rausreißen. Okay, nehmen wir sie mal. Und ein Thema kriegen wir auch noch. Schöner wäre jetzt halt eine Waffe oder sowas zum Beispiel gewesen, aber gut. So, okay, dann gucken wir mal, was ich auf den anderen Chars noch Nettes habe. So, als nächstes haben wir hier den Worry. Mit dem war ich ein paar M-Plus-Dungeons, weil ich noch irgendein Item hatte, was ich upgraden wollte. Und dann dachte ich mir, komm, machen wir das mal. Okay, jetzt habe ich hier Schuhe drin. Jetzt müsste ich mal gucken, wenn ich die in den Katalysator packe, ob ich davon irgendwas habe. Also wir nehmen sie jetzt einfach mal. Die Marken bringen mir nämlich eh nichts. Jetzt schaue ich mal im HC. Aha, guck mal an. Im HC habe ich die Dinger nicht. Super, da würde ich jetzt theoretisch nochmal Marken brauchen, um sie auch auf Mythic abzugraden. Aber gut, ist egal. Müsste ich für die dann nochmal irgendwie zwei Keys laufen, oder? Warte, wie viele Marken habe ich mit dem? Na gut, zwei. Das ist natürlich jetzt echt beschissen. Sonst hätte ich vielleicht einen Key machen können. Nee, es ist ja mies. Mies. Naja, gut, egal. Dann tun wir die einmal in den Katalysator. Dann kriegen wir zumindest HC. Und dann überlege ich mir, wenn ich Zeit und oder Lust habe, ob ich dann noch irgendwie ein, zwei Keys mit dem mache, um es quasi auf Mythic abzugraden. Na, mal schauen. So, also. Aber zumindest das HC-T-Mock können wir mit dem schon mal damit eintüten. Gut. So, den nächsten, den wir haben, ist der Demon Hunter. Da war ich ein bisschen im PvP unterwegs. Ich bin gerade ein bisschen dabei, diese Elite-Sets zu farmen. Und jetzt gucken wir mal, was der noch Schickes drin hat. Ich hoffe, dass wir ein T-Mock-Teil drin haben, wo ich dann noch ein bisschen Mock kriege. Okay, der hat eine Brustplatte drin. Die könnte ich auf jeden Fall nehmen. Was habe ich denn da? Ach, da habe ich mir das Teil gecraftet, ne? Dann haben wir eine Taille oder einen Hals. Komm, ich nehme mal so ein Mittelding. Und zwar, wir nehmen einmal die Taille und packen die dann auch in den Katalysator rein. Wie gesagt. Dann können wir nämlich da noch ein bisschen mehr Mock rausholen. Ein bisschen mehr Mock. Hä? War das jetzt keine Taille? Bin ich jetzt blöd? Ach doch, okay, es war irgendwie ein bisschen verbuggt. Jetzt muss ich mal noch gucken. Ah doch, der hat sogar noch ein paar Marken rumliegen. Eroberungspunkte. Obwohl, ich pack's jetzt erstmal hier in den Ding. Ich kann mir so Kisten kaufen, die ich auf Twinks senden kann, ne? Ich würde sagen, das machen wir jetzt fix. Dann hole ich mir einmal die, einmal hier quasi das T-Mock, ne, vom Katalysator und dann hole ich mir noch so Boxen und schicke die auf die Twinks. Da kann ich nämlich auch nochmal was mit anfangen. Da kosten die Boxen nämlich nur 300 irgendwas und du kriegst jedes Mal quasi ein random Teil raus. Und wenn du Glück hast, kriegst du halt darüber mehr T-Mock,
als wenn du es jetzt mit einem Char hier die Teile direkt kaufst, ne? Weil die halt, jedes Teil kostet, glaube ich, mehr als die 375. Die günstigsten sind bei 525 und Waffen kosten sogar wesentlich mehr. Das Einzige, was halt blöd laufen kann, dass du zweimal das Gleiche kriegst. Aber wenn du es auf eine Klasse schickst, wo du noch gar nichts an Mock hast, dann läufst du auf jeden Fall, also fährst du auf jeden Fall besser mit. Gut, dann haben wir mit dem jetzt auch zumindest zwei T-Max noch mitgenommen. Beziehungsweise drei sogar, ne? Nein, guck mal weiter. So, der nächste Char, den wir haben, ist der Shami. Mit dem war ich auch in der Arena fürs Elite-Set unterwegs. Und ja, mal gucken, was der Schickes drin hat. Mal gucken. Das ist der gleiche Slot, oder? Was haben wir denn? Brust. Das ist auch nochmal die Brust. Und das sind die Hände. Ich vermute, die Slots habe ich prinzipiell schon. Ja, ich habe sowohl Brust als auch Hände. Heißt, aber gut, ich habe sogar die Double-Brust drin, ne? Ja gut, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach die Hände. Die brauche ich dann auch nicht in den Katalysator packen, weil ich habe ja da schon das Set-Teil. Und Brust habe ich ja auch das Set-Teil, also... Obwohl, warte mal, habe ich die Elite-Brust an? Aha, Moment. Ich glaube... Weiter steht jetzt nicht Elite dran, bin ich jetzt komisch. 1 von 6? 1 von 8... Ich glaube, das könnte doch was geben. Warte mal, wenn ich jetzt das hier nehme und es dann in den Katalysator packe, weil das müsste ja dann von dem Dingset sein, wisst ihr? Man kann ja immer, wenn man, glaube ich, auf 1600er Rating ist, ne, kriegt man so einen Token. Oder wenn man auf, was ist es, 2K im Plus oder halt den HC-Rate geklärt hat, dann gibt es ja immer so einen extra Token. Davon kann man sich einen Teil holen, wenn dann quasi PvE-HC-Item-Level oder halt so ein Teil, was aber, glaube ich, unter das Elite-Set fällt. Und das müsste eigentlich unterschiedliches Mock sein von diesem Brust-Item. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn ich das jetzt noch in den Katalysator packe, ob ich dann noch ein Mockteil kriege. Aha, doch, funktioniert. Ich habe es mir fast gedacht, dass das funktionieren müsste. Dann können wir eigentlich mal gucken, ob ich sonst noch was reinpacken kann. Nee, das habe ich schon alles umgewandelt. Punkte habe ich auch kaum mehr welche über. Okay, ja gut, zumindest nochmal zwei Dinger gekriegt, zwei Mock-Sachen. So, dolla. Dann sind wir als nächstes auf einem Hexenmeister. Mit dem war ich noch in einer... Plus Inni, da habe ich das Stoff-Rate-Item upgegradet. Und was kriege ich? Oh nö, ein Trinket. Warum kriege ich denn da jetzt ein Trinket? Das ist natürlich schlecht. Ich habe keine Ahnung, ob für ein Warlock Mastery gut ist. Ja gut, die Marken bringen mir eigentlich nichts. Komm, wir nehmen das Ding einfach. Und gut ist. Also das haut mich jetzt hier ehrlich gesagt nicht vom Hocker. Aber was will ich denn machen? Hat der ein bisschen besseres Gear. Schade bestimmt nichts für nächste Season. Wo ist denn das Ding? Ach, da ist es. Da ist es. Uiuiui, jetzt sind wir sogar episch equipped. Da geht was. Also das war schon mal ein Griff ins Klo. So, dann haben wir als nächstes hier einen Hunter. Und mit dem habe ich auch zwei Keys gemacht, um diese Amidrasil BOEs noch abzugraden. Und was hat der? Oh Mann, der hat auch ein Trinket drin. Belastend. Was hat denn der sonst so an? Der hat eigentlich schon zwei relativ brauchbare Dinge, oder? Eine Götze und das Ding, Ich glaube, das ist sogar das von Fyrak, ne? Ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Aber die Upgrade-Teile habe ich eigentlich auch noch gut welche rumliegen. Komm, wir nehmen es jetzt einfach mal, keine Ahnung. Aktuell spiele ich den Hunter jetzt hier eh für nix. Das ging mir jetzt eher ums T-Mock-Gedöns. Aber für 61 hat er schon, ne? Gar nicht so verkehrt für einen von meinen Gammel-Chars. So, dann sind wir mit allen Chars durch. Und ja, dann schauen wir, was wir nächste Woche so kriegen können. Euer Chilla, bis dahin. Ciao.